Liebe Kinder, ich lese euch heute die Geschichte vom kleinen Hasen, der seine Freunde beschenkt. Der kleine Schneehase Flöckchen lebte mit seinen Freunden Mäuschen, Fuchs und Bär im Wald. An einem verschneiten Wintermorgen, genau einen Tag vor Weihnachten, band sich Flöckchen seinen kleinen roten Umhang um und brach zu seinen Freunden auf. Mäuschen, Fuchs und Bär waren bereit für einen lustigen Tag zusammen. »Was machen wir als erstes?«, fragte Mäuschen. »Ich hab«, sagte Flöckchen, »lasst uns am Honighügel Schlitten fahren. Dort rutscht es sich am schönsten.« Also machten sie sich auf den Weg. Schon kurz darauf sausten Flöckchen, Fuchs, Mäuschen und Bär den Honighügel hinunter. »Hui, was für ein Spaß! Wenn nur der Winterwald, der Winterwind nicht so eisig gewesen wäre.« »Hm, mir ist kalt«, sagte Mäuschen nach einer Weile. »Ich möchte nicht mehr spielen, ich will nach Hause.« Flöckchen, Fuchs und Bär waren traurig. »Was machen wir jetzt?«, fragte Fuchs. »Ich hab«, sagte Flöckchen, »lasst uns auf dem Spiegelsee Schlittschuh fahren. Dort schlittert es sich am schönsten.« Also machten sie sich auf den Weg. Flöckchen, Fuchs und Bär fuhren Kreise und Schlangenlinien auf dem Eis. Zisch! Doch schon bald verdeckten graue Wolken die Wintersonne. »Ich friere«, wimmerte Fuchs nach einer Weile. »Ich möchte nicht mehr spielen, ich will nach Hause«, und er trottete davon. Flöckchen und Bär waren sehr traurig. »Was machen wir jetzt?«, fragte Bär. »Ich hab«, sagte Flöckchen, »lass uns Tannenzapfen im Baumwipfelwald sammeln. Dort sucht es sich am schönsten.« Doch kaum hatten sie den Wald erreicht, da begannen dicke Schneeflocken vom Himmel zu fallen. »Ich bin ganz durchgefroren«, schlotterte Bär nach einer Weile. »Ich möchte nicht mehr spielen, ich will nach Hause.« Und er stapfte davon. Flöckchen war trauriger als je zuvor. »Was mache ich jetzt?«, seufzte er. »Alle meine Freunde sind weg. Dann werde ich wohl auch nach Hause gehen, ganz allein.« Flöckchen war schon fast zu Hause, als er plötzlich anhielt. Da funkelte etwas im Schnee. Es war eine Silbermünze, die im Mondlicht glänzte. »Oh«, sagte Flöckchen und steckte die Münze in die Tasche seines Umhangs. »Was mache ich jetzt damit?« Da hatte er auf einmal eine wunderbare Idee. »Ich weiß genau, was ich damit Schönes anstellen werde.« Also machte er sich auf den Weg. Es wurde schon dunkel, als Flöckchen am Dorfladen ankam. Herr Dachs wollte gerade die Tür schließen. »Oh, bitte, Herr Dachs«, sagte Flöckchen mit der Silbermünze in der Pfote, »ich brauche nur eine Sache.« »Und was möchtest du denn?«, fragte Herr Dachs. »Ich hätte gern eins davon«, bat Flöckchen und zeigte in das Regal. Der kleine Schneehase eilte durch die Dunkelheit nach Hause, sein Bäckchen fest an sich gedrückt. Zurück in seiner gemütlichen Hütte machte sich Flöckchen an die Arbeit. Die ganze Nacht hindurch, während der eisige Wind wehte, graue Wolken den Wintermond verdeckten und dichter Schnee fiel, strickte, strickte und strickte Flöckchen, bis er schließlich das große rote Wollknäuel, das er gekauft hatte, vollständig aufgebraucht hatte. Alles war nun fertig. Am nächsten Tag vor Weihnachten ging Flöckchen durch den glitzernden Schnee. Zuerst besuchte er Mäuschen in ihrem Haus. »Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht«, sagte er. Mäuschen packte das Geschenk aus. Flöckchen hatte ihr eine kleine Mütze gestrickt mit einem lustigen Bommel obendrauf. »Vielen Dank«, sagte Mäuschen glücklich. »Jetzt wird mir nicht mehr kalt.« Dann besuchte der kleine Schneehase Fuchs in seinem Bau. »Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht«, sagte er. Fuchs packte das Geschenk aus. Flöckchen hatte ihm einen langen, kuscheligen Schal gestrickt. »Vielen Dank«, sagte Fuchs glücklich. »Jetzt werde ich bestimmt nicht mehr frieren.« Zu guter Letzt besuchte Flöckchen Bär in seiner Höhle.
Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, sagte er. Bea packte das Geschenk aus. Flöckchen hatte ihm eine weiche Weste gestrickt mit einem großen braunen Knopf daran. Vielen Dank, sagte Bea und lächelte. Jetzt werde ich nie mehr durchgefroren sein. Und er gab Flöckchen eine dicke Bärenumarmung. Später, als die Sonne unterging, zündeten Flöckchen und seine Freunde die Kerzen am Weihnachtsbaum an. Flöckchen trug seinen Umhang, Mäuschen hatte ihre kleine Bommelmütze aufgesetzt, Fuchs trug seinen langen, kuscheligen Schal und Bär hatte eine weiche Weste mit dem großen, braunen Kopf an. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ich wünsche euch eine ruhige Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben.